Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken zum Tagesevangelium. Ja, nachdem Jesus uns gewarnt hat vor der Krankheit des Pharisäers, kommt Jesus jetzt auf sein letztes Kommen zu sprechen, ja, auf unsere Sterbestunde. Ein Thema, das wir gerne ausblenden aus unserem Leben, aber was doch so wichtig ist. Und wir dürfen uns bei der Betrachtung fragen, ja, bin ich bereit für sein letztes Kommen? Im Evangelium betrachten wir heute diese Worte: Haltet auch ihr euch bereit. Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet. Hier in der Allerheiligenlitanei beten wir von einem plötzlichen Tode: Befreie uns, o Herr, und dass du uns wachend findest bei deinem Kommen. Wir bitten dich, erhöre uns. Ja, wie wichtig diese Bitte ist, merken wir erst oft dann, wenn Menschen gewaltsam durch den Tod aus unserer Mitte gerissen werden. Hier am Ort verstarb jetzt im Sommer plötzlich und unerwartet ein junger Mann mit 30 Jahren. Und aus dem Urlaub kehrte eine 28-jährige junge Ärztin nicht mehr lebend zurück, da sie von einer hohen Welle erfasst wurde. Bei einer Pilgerfahrt nach Medjugorje sagte ich einmal in einer Predigt: Bist du bereit, wenn Jesus heute vorbeikäme und bei dir anklopfen würde, mit ihm mitzugehen zu der himmlischen Wohnung, die er für uns vorbereitet hat? Eine Jugendliche hörte diesen Gedanken und erschrocken steckte sie sofort ihre Ohrstöpsel wieder in ihre Ohren. Doch dann in Medjugorje, nach einer guten Lebensbeichte, befreite sie Jesus von vielen, vielen Ängsten, die sie hatte. Später begann sie täglich das Tagesevangelium zu lesen. Dabei entdeckte sie zuerst einmal das wahre Gottesbild, den barmherzigen Heiland. Und dann die vielen wunderbaren Regeln, die Jesus uns für ein glückliches Leben schenkt. Und seitdem geht sie treu mit Jesus durch ihr Leben. Ja, wir können uns fragen, worin besteht denn nun das Problem eines plötzlichen Todes? Wir sehen es bei Gloria Polo, die vom Blitz getroffen, klinisch tot im Krankenhaus lag. Sie bemerkte sogar Jesus, der gekommen war zu ihr, doch interessierte sie sich nicht für ihn. Sie beschäftigte sich lediglich mit dem Goldring, den sie an ihren verkohlten Finger hatte, voller Angst, jemand könnte ihn stehlen. Wer nun für das Kommen Jesu bereit ist, sagt Jesus an einer anderen Stelle im Evangelium, wird von ihm in die himmlische Wohnung mitgenommen, die er für uns vorbereitet. Die anderen jedoch bleiben zurück. Und oft an Orten, wo sie durch schwere Sünden gebunden sind. Denn die Luftgeister, von denen Paulus im Epheserbrief schreibt, gestatten ihnen nicht, in das Licht Gottes aufzusteigen. Beten wir immer wieder bewusst im Gegrüßet seist du Maria, o Maria, bitte für uns, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Dann dürfen wir sicher sein, dass die Mutter Gottes uns mitnimmt und Jesus entgegenführt, der uns dann zum himmlischen Vater führt. Im Namen und in der Kraft Jesu Christi von Nazareth, der gekommen ist, um uns von all unseren Sünden zu erlösen und uns nach dem Tod zu dieser himmlischen, wunderbaren Wohnung zu führen, die er für uns vorbereitet hat. In der Kraft des Glaubens der heiligen katholischen Kirche, die Fürsprache der Mutter Gottes, des heiligen Josef, unser heiligen Schutzengel und Namenspatrone, löse ich euch von allen Flüchen, Verwünschungen, negativen Festlegungen, die gegen euch gedacht oder ausgesprochen worden sind, und trenne alles Negative von euch ab, was euch von Menschen, Dingen oder Orten übertragen worden ist. Jesus, bitte vergib uns, wo wir uns von dir getrennt haben, durch eine schlechte Tat, ein schlechtes Wort, durch schlechte Schriften. Wasch uns rein mit deinem kostbaren Blut. Und möge die Allmacht Gottes des Vaters, die Weisheit Gottes des Sohnes, die Liebeskraft des Heiligen Geistes euch von all euren Ängsten
Bedrängnissen, Depressionen, Krankheiten und Leiden heilen und befreien. Und so segne, heile und schütze euch der allmächtige und uns liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.